Hey Leute, ich bin's euer Dreed und ich hoffe, euch geht's gut in diesem Video. Und hätte ich das von Anfang an gewusst, zeige ich euch ein paar richtig nice Moves, ja, rund um Damage, Defense und so weiter. Ich sage euch ehrlich, hätte mir das einer von Anfang an gesagt, das wäre einfach ein komplett anderes Game geworden, ja. Ich wäre noch viel schneller, viel besser und viel effektiver gewesen. Und deshalb dachte ich mir, ich habe jetzt mal mein Wissen aus der ersten Woche, ersten anderthalb Wochen zusammengefasst für euch. Denn das sind wirklich gute Insights, die man aus der Community herausbekommt oder auch, wenn man das Spiel intensiv spielt. Also, ansonsten schaut gerne auch auf Twitch vorbei, da gibt es oft solche Diskussionen, da reden wir auch über die ganzen Dinge und da sieht man auch, was ich so mache und da lernt ihr auf jeden Fall, gerade bei einem neuen Game. Und ansonsten freue ich mich natürlich über einen Austausch. Ich würde sagen, let's go! Das erste und wichtigste, und da hätte ich schon viel früher drankommen können, ist ein 6-Link. Und zwar, euer Hauptspell sollte ein 6-Link bekommen. Und das ist für jeden möglich, egal ob Free-to-Play oder mit Investment, das ist total egal, ja. Auch easy als Free-to-Play möglich. Das hier habe ich mir Free-to-Play jetzt erarbeitet, beziehungsweise ist es eigentlich ziemlich einfach. Und zwar bekommt ihr einen Haufen Erze geschenkt, beziehungsweise bekommt ihr auch einen Haufen Erze. Und wir haben alle Erze in die Geburtsessenzen geballert. Das bedeutet, wir haben alle Erze, die wir hatten, hierfür investiert. Und dann seht ihr schon, dann bekommt ihr eine ganze Menge. Ich hatte, glaube ich, 40.000 oder 50.000, weil die Teile, die lohnen sich erst ganz, ganz spät. Ja, und das hier lohnt sich richtig. Ja, ein 6-Link boostet euch so krass. Das bedeutet, im ersten Step würde ich empfehlen, das ist natürlich nur Empfehlung von mir, könnt ihr natürlich anders sehen, aber im ersten Step würde ich hingehen und würde meine Erze in Geburtsessenzen investieren. Komplett free to play, für jeden erreichbar. Hier reinballern, so viele wie ihr benötigt. Warum? Es sieht nämlich so aus, dass wenn wir jetzt auf die Runenverzauberung gehen und wir hier jetzt zum Beispiel einen Spell reinballern, ich baller jetzt nicht meinen 6-Link natürlich rein, sondern wir nehmen jetzt mal hier ein Beispiel, damit ich das ganz gut zeigen kann. Ja, wenn wir jetzt hier draufklicken, dann seht ihr hier, das ist der Pity. Ne? Und der erste PD liegt bei 1500. Das bedeutet, wenn wir 1500 mal rollen, dann bekommen wir, und das ist ganz, ganz wichtig, Leute, ich schaue, ob ich die Aufnahme noch habe, dann würde ich sie hier oben einblenden, ja, hier oben. Und zwar ist es tatsächlich so, dass wir bei 1501 unseren 6-Link bekommen. Das bedeutet, wir rollen 1500 mal und dann beim nächsten Roll, und deswegen müsst ihr dann den Hauptspell dort reinziehen, bekommt ihr dann den 6-Link. Und das auf jeden Fall safe. Das Gute ist, und das habe ich jetzt so gehört, bei dem ersten Pity, ich hatte keinen, ja, das heißt, wenn ihr vor 1500 schon einen 6-Link bekommt, dann resettet dieser Pity nicht. Ab jetzt sollte der sich eigentlich resetten. Das bedeutet, wenn wir jetzt hier zum Beispiel mit den nächsten paar Rolls einen 6-Link bekommen, dann geht das hier wieder auf 0 und wir müssen wieder 3000 mal rollen, dann bekommen wir garantiert einen 6-Link. Das bedeutet das nämlich. Also wenn wir jetzt hier 23 mal rollen, dann erhöht sich diese Zahl hier links um 23 und bei maximal 3000 Rolls bekommen wir dann beim 3000 und einen oder einsten Roll dann unseren 6-Link. Das bedeutet, dann müsst ihr auch wirklich den Hauptskill reinziehen, denn das ist wichtig auch für die Rarität und das Fusen, die Synthese am Alchemietisch kostet euch sonst unnötige Materialien. Deshalb, wenn ich die Aufnahme noch habe, blende ich euch die ein. So, und jetzt kommt aber noch ein wichtiger Step, was ihr auf jeden Fall machen solltet. Das darf man nicht vergessen. Ihr geht hier auf Anzahl Plätze und klickt hier die 4 rein. Ich erkläre euch auch später, warum. Das heißt, ihr lasst das jetzt ganz automatisch ablaufen. Und, 4 anwenden, okay. Und jetzt, dann rollt er halt jetzt. Und wenn jetzt ein 4-Link oder mehr kommt, ja, dann bleibt er stehen. So, und warum wir das machen, ist folgendes. Und zwar, mit den 4 Links gehen wir dann wieder hin, oder 5 Links auch, je nachdem, was ihr da habt. Geht ihr hin, die 5 Links solltet ihr aber erstmal behalten. Gehen wir hin und machen diese wieder platt. Warum? Wir bekommen dann wieder Geburtsessenzen. Nämlich, wenn ihr jetzt hingehen würdet und würdet die ganze Zeit die 4 Links überspringen, überspringt ihr auch hier die ganzen Geburtsessenzen. Und das wäre ja mega waste. Ja, das bedeutet, ihr behaltet natürlich die Spells und beim 5-Link bekommt ihr das hier. Bei 10 Stück können wir dann in unserem Runenblatt einen Schlüssel freischalten. Deswegen müsst ihr überlegen, ob ihr das dann investiert oder die 5 Links auch behaltet. Und deswegen haben wir 4 oder mehr eingegeben. Und jetzt seht ihr mal hier, wie viel wir an
Geburtsessenzen noch bekommen und können dann wieder rollen. Ja, und manchmal kommen ein Vierling und ein Fünfling hintereinander. Ja, also das ist nicht so selten. Es funktioniert dann ganz einfach so. Ihr geht einfach hin, kauft euch hier im Runenladen immer eine Einser-Rune und dann rollt ihr damit. Ja, kostet zwar ein bisschen Gold, aber das lohnt sich auf jeden Fall. Weil Geburtsessenzen und Sechsling-Spells sind richtig wichtig und so könnt ihr die Free-to-Play erarbeiten. Kurz zusammengefasst, Erze investieren in Geburtsessenzen, dann hingehen, rollen, immer mit einem neuen Einsatzspell bei der Mystikerin, dort 4 oder mehr eingeben, die 4 oder 5 Links behalten und dann wieder zerlegen, um neue Geburtsessenzen zu bekommen. Und so seid ihr im Set und so bekommt ihr ganz schnell euren ersten 6 Link, denn ab 1500 und einem Roll, deswegen bei 1500 reinlegen und bei einem Roll bekommt ihr dann mit eurem Hauptspell euren 6 Link. Viel Spaß damit, denn das boostet euren Damage richtig heftig. Was euren Damage noch enorm boostet, sind die Amplifier-Brückenruhen und die Durchdringungsruhen. Wenn wir uns das Ganze anschauen, steht hier bei der Beständigkeit, das ist so ein Amplifier, Verstärken steht hier, 11,3% Schlagschadenerhöhung. Und hier unten nochmal Schlagschaden 40%. Das ist aber nicht der gleiche Wert, weil das hat was mit multiplikativer und mit additiver Berechnung zu tun. Es geht jetzt sehr ins Mathematische über, deswegen will ich euch nicht damit langweilen, sondern erkläre euch das ganz einfach. Ja, das eine wird einfach mit Plus draufgerechnet, die 40%, und das andere, der Gesamtwert der DPS, wird mit XY multipliziert. Und das natürlich um einiges mehr. Damit kann man sich mal gerne beschäftigen, wenn man solche Games öfters zockt. Multiplikative und additive Damage-Zahlenberechnung. So, jetzt gehen wir aber hin und ziehen das mal aus. Und da seht ihr schon 14.000, nur diese Rune. Ja? Hier, die hat ja auch eine Zauberschadenerhöhung von 40%. Ne? Aber ihr seht hier den Unterschied. Heftig. Oh, oh, oh. So, hier heftig. 3.977. Additive Berechnung und hier multiplikative Berechnung. So, und das seht ihr jetzt, wie heftig das ist, ja? So, und die Feuerdurchdringungsruhen auch richtig krass. Wenn wir jetzt mal hingehen und nur die Feuerdurchdringungsrune hier reinschallern, dann seht ihr 12.420. So, und die profitiert natürlich auch noch wegen der Berechnung von den anderen Runen, ja? Natürlich profitieren die alle voneinander, aber ihr seht mal, wie stark das hier ist. Wir waren bei 12.000, jetzt haben wir die draufgesetzt. Und jetzt sind wir bei 16.000. Ja, und ganz wichtig ist, dass ihr wisst, es gibt diese Amplifier-Runen und diese Durchdringungsruhen. Und beide sind nur zu bekommen über die Synthese. Das bedeutet am Labortisch. Das zeige ich euch gleich, wie ich das gemacht habe. Damit solltet ihr so früh wie möglich anfangen, wenn ihr das noch nicht getan habt. Das Ganze gibt es für die Blitzdurchdringung, das Ganze gibt es für die Kältedurchdringung, das Ganze gibt es für Gift und so weiter. Von der Reihenfolge her, Amplifier, Feuerdurchdringung, Flat Damage und dann sowas wie Zauberschaden erhöhen, wenn überhaupt. Ja, da müsst ihr dann halt das Ganze mal testen, aber es ist ja schön hier. Hier könnt ihr euch die Zahlen übrigens einblenden lassen. Dann seht ihr auch die Veränderung und dann könnt ihr super durchtesten. Würde ich mal machen, dann fängt man auch mal mit einer Blanko-Rune an und dann schaut man sich das Ganze mal an. Testen ist immer gut. Selber verstehen, selber dran arbeiten. Nur so lernt man und nur so wird man besser. So, also wie gesagt, da müsst ihr unbedingt dran, ja. Ich zeige euch jetzt noch was, was ganz wichtig ist hier bei dem Spiel, womit sich jeder beschäftigen muss eigentlich. Wir gehen ins Gegenstandskompendium, ich bin ein absoluter Freund davon, feiere das komplett. Ja, und dann sehen wir hier, stehen ja die ganzen Runen. Ja, hier, die ist auch noch eine Amplifier-Rune, Geschossverlangsamung. So, und eine Rune, Entschuldigung. Und hier die, achso, das ist die Durchschlagsrune, genau. Und hier müsste irgendwo auch noch eine für Gift sein. So. Das hier ist ja mega nice. Das Wichtige ist, dass ihr hier draufklicken könnt, ja, zum Beispiel, und dann die Rarität ändern könnt. Und dann seht ihr, was mit der Rune passiert in der unterschiedlichen Rarität. Und das ist auch nochmal ausschlaggebend. Das bedeutet zum Beispiel, wenn wir uns jetzt nochmal die Beständigkeit hier anschauen, die ich auf Legendär gemacht habe, weil die so fucking strong ist. Ja, kritischer Treffer deaktiviert, egal, wir gehen sowieso auf Flat Damage, ich erkläre euch auch gleich warum. Schlagschaden 11,3%, ja, Schlagschaden plus 40% und dann bei Trefferschaden zweimal mit einer Chance von 5%. Das heißt, mit 5% mache ich doppelten Schaden. Ja, und das geht nochmal höher. Ich glaube, das geht in der Endversion auf 20%. Das ist so heftig, ja. Und deswegen müsst ihr das wissen, weil dann wisst ihr auch, was am Ende rauskommt. Weil wenn diese Raritätsänderung nicht gut ist, dann bringt euch das Ganze auch nicht so viel. So,
Das schauen wir aber bei den Runen, die ich euch gerade genannt habe, da ist es extrem strong. Ah, 10% und dann nochmal Massenkontrollrate plus 5. Heftige Rune. Die Beständigkeit. Ganz, ganz wichtig, ja? In dieser Reihenfolge, wie ich sie eben genannt habe, ja, Amplifier und Durchdringung, dann Flat Damage und dann schauen, was noch passt und rein da, das macht's aus. Was ich euch auch noch empfehlen kann, ist zur offensiven Damage-Steigerung der provozierende Schrei. Der provozierende Schrei, und ich habe jetzt hier ein kleines Platzproblem, ich arbeite jetzt daran dann, aber da bin ich gerade dran, das Ganze ein bisschen umzubauen, aber ich spiele mit ziemlich viel, ja, und das macht natürlich was aus. Hier der provozierende Schrei, auf jeden Fall wichtig. Schaden 84% für 3 Sekunden und dann Rüstung verstärken auch nochmal 57%. Levelt man auch das Ding, ja. Und hier stummer Schuss, eigentlich müsste es stummer Schrei heißen, verbesserter Schrei und es gibt noch den anhaltenden Schrei. Die könnt ihr euch alle drei bei der guten Paulina, ne? Pauline, bei der guten Pauline direkt reinshoppen, ja. Einfach hier schauen, anhaltender Schrei, stummer Schrei, verbesserter Schrei. Für jede Klasse eigentlich extrem strong. Defensiv das Bollwerk auch gut, lässt man eigentlich auf Stufe 1, glaube ich. Was ich noch wichtig finde ist, und das habe ich ja eben schon mal gesagt, die bekommt ihr nur bei der Synthese. Und die Synthese, da solltet ihr so früh anfangen, wie es geht, mit den Brückenruhen. Also 3 Stück hier reinschallern, die kauft ihr einfach bei Pauline und dann haut ihr es rein und dann werden die hergestellt und dann habt ihr halt vielleicht Glück, dass solch eine starke Rune dabei rauskommt. Und wenn ihr dann in dem Buch schaut, welche Rune ihr noch gerne spielen wollt, weil im Late Game gibt es noch andere Runen und andere Fähigkeiten, die auch sehr stark sind, dann rein da. So, ganz wichtig auch, was ich auch sehr, sehr oft gehört habe, ist, dass Leute das nicht wissen, dass ihr hier diese Auren ja auf die zweite Leiste legen könnt und wenn ihr dann spielt, dann könnt ihr die einfach aktivieren, ne? Und dann sind die immer aktiv, das ist wichtig. Ja, das ist wichtig, dass ihr das wisst. Die sind dann dauerhaft aktiv. Die haben dann hier so einen blauen Schimmer, diese Auren. Und genauso ist das auch hier mit den verlinkten Skills. Das machen auch so viele falsch. Die sagen immer, der ist grau und funktioniert nicht. Ihr müsst das Ding auf die zweite Leiste legen, beziehungsweise auf die Auslöserplätze. Und es gibt auch noch eine, die ich euch zeigen wollte. Eine Aura, die auch noch ganz geil ist. Und zwar hier, der anhaltende Schrei. Gerade auch wegen der Raritätsänderung, Verbesserungsfähigkeiten, Runeneffekt 200%. Ja, wenn wir die mal gerade rausnehmen, dann sehen wir das hier. Ich schalle die mal gerade hier rein. Zack, rein. Und dann hier rein. So, dann sehen wir das hier, wenn wir die jetzt aktivieren. Ja, die laufen die ganze Zeit. Ne, sind dann passiv. Hier wird dann der Mana-Verbrauch erhöht. Das ist wichtig zu wissen. Aber nichtsdestotrotz, ja, seid ihr am Ende stärker. So, das haben wir jetzt soweit. Ganz, ganz wichtig, also fangt sofort an mit der Synthese von Brückenruhen, schallert die rein und arbeitet mit den richtigen Fähigkeiten in der Defensive und in der Offensive. Was auch noch wichtig ist, was ich euch auf jeden Fall auf den Weg geben möchte, ist, sobald ihr anfangt, Map zu spielen, im Kerker werdet ihr zugebombt mit Talismännern. Die sind gut, weil die stärken euch. Ja, später kriegt ihr dann hier einen Slot oder ihr habt ihn schon. Und dann seht ihr hier die unterschiedlichen Talismänner. Und dann müsst ihr versuchen, zum Beispiel einer, der euch passt, ja, von der gleichen Kategorie, also zum Beispiel Castors Großzügigkeit, Castors Lebenskraft, seht ihr hier bei mir. Dann stacken diese Prozente und dann könnt ihr euch hier das anschauen, wie viel Prozent ich brauche, zum Beispiel, um dann halt folgenden Bonus zu bekommen. Mit 20% Aura Kraft kriege ich Elementarresistenz. Mit 40% Elementarschaden plus 50% und so weiter und so fort. Deswegen versucht man die gleichen Talismanarten hier zu integrieren. Also Castors Großzügigkeit und dann seht ihr die Prozentzahl Segen von Castor unter den A-Fixen, Barriere 20% mit angelegter 2-Waffe Schaden 20%, das ist natürlich nicht so geil, aber dann Segen von Castor 12%. Und dann seht ihr es gleich hier auch, Schaden über Zeit 36%, Schergen-GP auch nicht so geil für mich, aber trotzdem habe ich es drin. Segen von Castor 14% und dann 14 plus 12 sind dann diese 26% und dadurch habe ich dann diesen Bonus erhalten, plus halt Barriere 20%, Schaden über Zeit, angelegter Zweihandwaffe und so weiter. Könnt ihr euch hier sehr schön ansehen. Talismänner, super nice. Wenn die die richtigen A-Fixe haben. So, aber was wichtig ist,
Was viele auch nicht wissen, ist, wie gehe ich mit den Talismanern um? Und zwar gehe ich so damit um, dass ich hier dreimal zum Beispiel einen Stufe 1 Talisman reinschaller, den dann in der Synthese herstelle und dann kommt entweder wieder ein Einsatz zurück oder ein Zweier. Was ihr jetzt natürlich auch machen könnt, ist ein Einser, einen Dreier und einen Vierer reinmachen von mir aus, ja? Das Ding ist, ihr habt jetzt folgende Gefahr hier. Diese drei könnten jetzt synthesiert werden und dann könnten die auf 1 zurückfallen, sie können auf 3 zurückfallen oder sie können auf 1 bleiben, auf 3 bleiben oder auf 4 bleiben. Was auch passieren kann, ist auf 5 springen. Das heißt immer plus 1, ja, könnte auch auf 2 wieder springen. Deswegen gehe ich hin und mache immer dieselben rein. Ja, bin super gut damit gefahren und so pushe ich die dann langsam nach oben. Das heißt 3 mal 4, jetzt kommt da entweder eine 4er raus oder eine 5er. Das Ganze kostet nämlich auch eine Menge Zeit und deswegen mache ich das eigentlich permanent. Das und die Chaos-Karten, genau das gleiche Spiel. Braucht irgendwann die Chaos-Karten, hier ändert ihr die Rarität, ich habe hier gerade einen Filter drin, einen Augenblick. Hier ändert ihr die Rarität der Chaos-Karten, ja, also das ist quasi, wenn ich jetzt hier 3 Stück reinmache, dann kommt hier eine 1er blaue raus und hier ändert ihr die Ränge. Wenn ich jetzt hier 1 reinmache, dann steigt der Rang um 1, jetzt muss ich hier 4 Stück aber reinmachen. Ja, und das dann halt auch für die unterschiedlichen Raritäten, beziehungsweise für die unterschiedlichen Ränge. Diese zwei Sachen könnt ihr eigentlich permanent, sobald ihr online seid, durchlaufen lassen. Wenn ihr die Brückenrunen schon habt, beziehungsweise wenn ihr Maps braucht, das ist auch nochmal wichtig für das Early Endgame. Wir befinden uns hier im Early Endgame und Early, weil das geht noch ganz schön vom Level her und dann fängt es auch erst mit den hohen Tierstufen in den Maps an, richtig interessant zu werden. Was ich euch während der Levelphase empfehlen kann, und da befinden wir uns ja alle drin und es mag jetzt ein bisschen lustig klingen, aber es ist tatsächlich so, ich habe damit extrem krasse Erfahrungen gemacht, meine Mates zocken es mittlerweile auch, ich würde euch überall Kill-EP Plus empfehlen, ja, das sind hier zum Beispiel 7, 15, 25, dann nochmal 10 da unten, 25, 35, aufgerundet, 43, 44, ja, dann hier nochmal 12,5%, 44, 56, 64%, 64, 72 und dann nochmal 11%, fast 80%, 90% Kill XP Plus. Das heißt, ich level fast doppelt so schnell wie ihr, wenn ihr kein Kill XP drauf habt. Und leveln bedeutet Damage, weil damit können wir hier skillen und das sind die richtigen Damage-Punkte. Ja, deswegen, ich kann euch nur sagen, das dauert noch verdammt lange, das Leveln zieht sich sonst und deswegen würde ich euch empfehlen, Kill XP auf Ausrüstung, Sahne. Ja, ich hätte sofort damit angefangen, hätte ich das vorher so gewusst, dass sich das Leveln so lange zieht und da werdet ihr mir am Ende ganz schön dankbar sein, weil ich schaffe einen Level ziemlich schnell so. Also, das waren meine Tipps und Tricks, ja. Schon mal so als zwischendurch, gut fürs Wochenende, dachte ich mir, wenn ihr jetzt richtig Zeit habt zum Zocken, wollte ich mal schnell noch ein Video raushauen, aber mit gutem Inhalt. Und wenn euch mein Content gefällt, dann lasst ein Abo da. Ich freue mich auf euer Feedback. Schaut auch gleich in den Twitch-Livestream vorbei. Freue ich mich, wenn ihr da seid. Bis dann. Was ist denn mit mir los? Ich bin schon am Verbrabbeln. Bis dann, euer Dreed. Ich gehe essen. Ciao. With the